hier ist Anja und heute gucken wir uns mal ein Video an, von dem ich schon länger gesagt habe, ich mache das. Und zwar gucken wir uns 5-Minute-Crafts an und machen deren 5-Minute-Crafts nach. Hey, ich habe hier nämlich was gefunden und zwar 22 stylish and easy hairstyles for gorgeous look. Ich denke mir, ich habe Haare, ich kann das auch. Sie sind frisch koloriert, deswegen sehen sie gar nicht mal so ranzig aus im Moment. Obwohl, naja, sie sind nicht geglättet, also sehen sie schon ein bisschen ranzig aus. Aber was sind denn dann andere stylish and easy hairstyles for gorgeous look, die ich machen könnte? Frage ich mich. Fragen sich wahrscheinlich auch viele von euch. Deswegen lösen wir diese Frage heute und gucken, was sie machen. Ich habe hier ein Arsenal an Haardingen, auch bekannt als Haargummis, mehr Haargummis, eine Haarbürste und diverse andere Dinge. Und ich würde sagen, lass uns anfangen. So, wie immer mit 5-Minute-Crafts haben wir, oder 7-Sekunden-Rätsel oder was auch alles dem gehört. Oh Gott sei Dank ist das nicht der Heck. Okay, als erstes nehmen wir ein Band. Das habe ich jetzt in meinem Sammelsurium nicht, aber eine Sekunde. Als erstes nehmen wir auch ein Band. Und zwar führen wir es hinten um meinen Hals rum, so wie die Person es hier gemacht hat. Wir machen hier den Knoten. Wie euch vielleicht auffällt, sieht es bei ihr schon um einiges besser aus als bei mir. Aber davon lassen wir uns hier nicht abhalten und machen den Knoten hier nach unten. Ich werde nun hier eine Kameraänderung vornehmen, den Knoten hier runterziehen. Das geht mit meinem Band nicht so gut, aber ist nicht schlimm. Katze versucht auch das Band zu fangen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Entschuldigen Sie mal. Junger Mann! Ich fühle mich gehandicapt. Okay, wir machen jedenfalls hier. Wir machen das bis nach unten. Ziehen wir das hier ganz einfach hoch. Und Knoten ist hier zu, machen wir hier nochmal einen Knoten. Und bevor man sich's versieht, ist man eine menschliche Katzenangel. Sieht es schön aus? Sehe ich schön aus so? Ah, sie macht noch eine Schleife. Halt, stopp! So sieht es aber nicht aus bei mir. Sehe ich schön aus? Bitte sagt mir ja. Ich weiß nicht, wie es aussieht von hinten. Ich verzichte mal nicht auf die Schleife. Ich mache sie auch. Denn ich denke, sie addet viel. Tada! Als hätte ich erschreckend kurze Haare. Sieht so echt aus. Ha, Katze? So echt sieht es aus. Okay, als nächstes holen wir uns die zwei langen Strähnen vorne raus. Okay. Wie man vielleicht sieht, trage ich nicht oft einen Mittelscheitel. Aus gutem Grund. Wir machen nun, ich habe keine zwei identischen Haargummis. Da geht's ja weiter. Ich trage nie Zöpfe. Ich hasse Zöpfe. Aber sie macht hier ihre Strähnen raus. So, ihr seid draußen. Und dann machen wir uns hier Zöpfe. Das wird ein Fest. Das wird eine reine Freude. Passt mal auf. Sieht bis jetzt absolut wunderschön aus und gar nicht hässlich. Nein, nein. Sie macht noch mehr Haargummis. Junge Dame, ich habe nicht so viele Haargummis. Hä? Warte, was? Was hat sie da jetzt drin? Ein Haargummi. Ich meine, ich habe nicht mehr viele. Ich habe noch ihn hier. Wir werden es versuchen. So, weiter runter mit dir, kleiner Knubbel. Und jetzt rollen wir innen. Und dann? Nein, nein, das geht nicht. Ich versuche mein Bestes. Ich meine es ernst. Oh, warte, das geht. Aber ich weiß nicht genau wie. Aber es hält jetzt hier nicht. Okay, weil es nicht hält, ist es überhaupt nicht schlimm. Nehmen wir uns hier einfach ein paar Klammern zur Hilfe. Und festigen es. Und schon haben wir eine Beule gemacht. Ich sehe gar nicht aus wie sie. Und meine vorderen Haare sind auch gar nicht so cute wie ihre, weil die sind wellig. Okay, was machen wir als nächstes? Einen Wurstel. Okay, das ist nichts Besonderes. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Achtung, aufgepasst, liebe Leute. Okay, wir drehen den Schwarz. Ist gedreht. Dann hat hier das Loch. Das erste. Da kommt das jetzt durch. Dann hat sie hier das nächste Loch. Dann wird es doch nicht gut enden. Tada! Das habe ich gemacht. Okay, bis jetzt einer der besseren, würde ich ganz ehrlich sagen. Ja, also war schon schlimmer. Jetzt sieht man natürlich meinen Pickel, aber das ist okay.
Das nehmen wir mal in Kauf für das Video. Okay, jedenfalls, das hat sie gemacht. Das habe ich auch gemacht. Sieht meins aus wie ihrs. Sag ich ganz ehrlich. Sieht meins aus wie ihrs. Ich sehe es nicht, weil es ist halt hinter mir. Aber wie ähnlich sind wir? Auf einer Skala von 1 bis 10. Schreibt mal in die Kommentare. Sie ist ein Magier. Okay, junge Dame. Das kriege ich auch hin. Ich brauche nur zwei Hände dafür, weil ich nicht so begabt bin wie du. Aber das kriege ich auch hin. So, wir wurschteln hier eine Drehung. Und dann, wenn wir hier fertig sind. Sie sagt uns leider nicht, was wir mit den Enden machen sollen. Irgendwie stehen den Leuten auch diese selbst ausgedachten Frisuren sehr viel besser, als sie mir stehen. Ich weiß gar nicht, warum. Aha. Und dann teilen wir das hier und machen das so, damit wir auch aussehen, als wären wir kein Junge. Und ich würde sagen... Oh, okay. Als nächstes machen wir uns hier kleine Öhrchen. Oh, das kenne ich. Das habe ich früher gerne gemacht. Das ist so eine Sache aus, keine Ahnung, vierte, fünfte Klasse hat man das gemacht. Da war das innen bei uns. Wahrscheinlich sogar früher. Da hatte ich auch so ein ganz tolles Frisurenbuch. So, Mittelscheitel ist vollbracht. Der ist auch nicht sehr mittig, aber muss reichen. Dann nehmen wir uns hier eine Strähne. Warte, ich rück mal ein bisschen zur Seite, damit ihr es auch seht. Hier eine Strähne. Das habe ich mir einfacher vorgestellt. Ich habe auch nicht so kleine Haargummis, aber das ist nicht schlimm. Ich denke, wenn wir das kurz einzwiebeln und da eine Klammer reinstecken, hat es einen ähnlichen Effekt. Weil, wie gesagt, ich bin kein Freund des Zopfes und ich mache es auch nicht oft. Okay, wir machen weiter mit hier. Es sieht auch einfach gar nicht so aus wie bei ihr. Es sieht einfach nur hässlich aus. Also wer würde denn in der Öffentlichkeit so rausgehen? Ihr müsst bedenken, ich mache das ohne Spiegel, ja? Also zu meiner Verteidigung. Ich habe nämlich keine kleinen Spiegel. Ich brauche entweder den Spiegel in meinem Bad und da kann ich kein Video angucken. Oder den Spiegel in meinem Schlafzimmer, aber da kann ich keine Videos angucken. So! Sieht es aus wie ihrs? Oder sieht es aus, als wäre ich ein Mann mit einer Glatze, die er irgendwie versucht, verzweifelt unter seinen Haarsträhnen zu verstecken, die aus irgendeinem Grund sehr fettig aussehen. Obwohl ich sie gestern gewaschen habe. Danke, Natur. Okay, ihr Gesichtsausdruck sagt alles aus. Sie hat auch keinen Bock mehr auf den Kram. Sie denkt sich nur so, nein. Außerdem darf ich mal kurz anmerken, also, sie ist schön braun, ha? Ich nicht. Ich wünschte, ich wäre braun, aber meine Haut ist einfach nur so nein. Mich hat neulich ein Freund gefragt, ob ich irgendwie Eisenmangel habe oder irgendeine Krankheit, weil ich so blass bin. Aber habe ich nicht. Bin gesund. Einfach nur weiß. Danke für nichts, Natur. Meine Mutter ist richtig braun. Das ist das Schlimmste daran. Meine Mutter sieht so gebräunt aus. Ich habe einfach die Gene von meinem Dad abgekriegt, der tatsächlich gar keine Pigmente hat gefühlt. Okay, das ist schon wieder das Gleiche, nur mit Drehen diesmal. Das ist die gleiche Frisur. 5-Minute-Crafts. Auf mich anzulügen. Man sieht, wie sie das schon den ganzen Tag macht. Ihre Haare werden auch fettiger. Die arme Frau, die das machen muss. Und die sich mit dem Kamm jedes Mal... Jo, ihre Haare ruiniert. Guck mal, wie das aussieht. Das sieht aus wie ein Vogelnest. Hätte sie das Bauschen nicht gemacht, dann wäre es vielleicht sogar okay. Das ist jetzt, guck, sie hat jetzt gesagt, ich kündige, ich habe keine Lust mehr auf den Müll. Sucht euch jemand anderen, der das mitmachen will mit euren Haaren. Und dann haben sie gesagt, hat noch jemand anderes Lust und Zeit? Und alle Leute haben gesagt, nee, leider bin ich beschäftigt, hab nachher noch eine Telefonkonferenz, da kann ich leider nicht. Und jetzt haben sie eine Schaufensterpuppe mit Perücke. Wundert das einen von uns? Nein. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass... Oh Gott. Das kann ich halt leider nicht an mir selber. Das könnte ich an jemand anderem, aber das kann ich nicht an mir selber. Ich hätte gerne noch ein paar Frisuren für mich selber. Wir suchen uns noch mal eine komplizierte raus. Okay, wir haben hier ein kleines Zöpfchen am Ende der Haare. Das heißt, wir machen hier... Ich gebe mir jetzt hier wirklich alle Mühe, ja? Okay. Wir haben unser Zöpfchen mit dem komischen Dreh in der Mitte, wo ich versucht habe zu wechseln. Dann zerren wir hier Haare raus. Das geht bestimmt auch ohne rauszerren, weil das geht bei meinen nicht so gut.
Und dann drehen wir es in diese Art Krone. Beim Rauszerren, das ist, glaube ich, wegen der Perücke. Jetzt haben wir hier eine Krone gemacht. Sie hat schon wieder einen Zopf. Wieso hält die Krone bei ihr und bei mir nicht? So viele Fragen. So, ich habe jetzt erstmal die Krone erstellt, okay? So. Jetzt hat sie hier noch einen Zopf. Was? Nee. Die werden schon wieder ungleichmäßig. Naja, okay. Machen wir hier einen Zopf. Da habe ich wenigstens nochmal meinem Pickel den Moment gegeben, den er sucht. Seine 5 Sekunden Fame. Wie euch vielleicht auffällt, bin ich extrem, extrem schlecht in all diesen Frisuren. Wisst ihr, woran das liegt? Ich habe mir nie oft verrückte Frisuren gemacht. Ich war immer so Typ, ich habe einfach offene Haare und lasse es dann gut sein. Ich war nie motiviert, mir da irgendwie wilde Zöpfe oder irgendwelche Flechtfrisuren oder frag mich was zu machen. Ich war immer mehr so der... sie sind gerade offen. Das ist, ich lasse sie so laufen. Ja, ist gut. Manchmal werde ich noch wild und schneide mir einen Pony, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Aber das war's dann noch. Ich habe keine Lust mehr. Ich mache jetzt hier den Zopf. Ich habe gar nicht... Also meine Haare sind gar nicht lang genug für den Quatsch. Guck mal, ich habe... Also selbst wenn ich das jetzt hier um unteren Ende nehme und ich mache das hier rein, dann darf ich nur mal anmerken, dass meins gar nicht so schön fällt wie ihres. Und es sieht auch gar nicht schön aus. Also auch von vorne nicht. Ich mache jetzt die andere Seite nicht, weil das ist, glaube ich, Zeitverschwendung. Naja, gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ansonsten macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.